Hey, hallo Leute. Ich bin heute in meinem Camp und ich will heute das Hänel 310 ausprobieren. Das Hänel 310 von der Firma Suhl in der ehemaligen DDR oder war in der ehemaligen DDR. Das Gewehr wird auch mittlerweile nicht mehr produziert. Ich glaube, bis 1993 wurde es produziert. Es ist ein Repetiergewehr und Mehrlader. Solche Gewehre kennt man auch von Kirmes und Jahrmarkt. In der Schießbude werden meist solche verwendet. Die Gesamtlänge ist ca. 106 cm, Gewicht so ca. 2700 Gramm. Die Munition für das Hänel 310 sind 4 mm Rundkugeln. Die kommen in solche Magazine hier. Die gibt es in den Ausführungen 6 Schuss, 8 Schuss, 12 Schuss. Und das kommt dann hier vorne rein. Das wollen wir doch gerade mal machen. Das Magazin kommt dann hier vorne rein. Man das schön sehen? Ja. So, als erstes will ich mal die Entfernung zum Ziel messen. Das sind jetzt zwischen 14 und 15 Meter. Mal plus minus 14, 50. Zum Einschießen werde ich erstmal auf kleine Pappröhren schießen. Okay, das hier ist schwerer als ich gedacht hätte, aber gute Feder dahinter. Effekt. Okay. Okay, ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ja, im Zweifel ein Leerschuss. Acht Schuss, fünf Ziele. Okay, dasselbe nochmal, jetzt kniend. Ich habe nicht mitgezählt. So, damit bin ich ganz zufrieden. Und jetzt mal auf ein richtiges Ziel schießen, auf eine Zielscheibe. Als erstes kommen jetzt 8 Schüsse im Stehen.
dasselbe jetzt 8 Schuss knien. Jetzt das Ganze in Bewegung neben der Kiefer und 4-5 Meter daneben ist jeweils 15 Meter weit weg. Also es ist auf jeden Fall ein riesen Fun-Faktor hinter der Repetiergeschichte und gerade mit der Bewegung hin und her finde ich dann auch einen sportlichen Aspekt, wie gut man trifft. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich aus der Puste gekommen bin dabei, aber es ist schon anders, als wenn man dann nur da kniet. So, und jetzt habe ich hier nochmal einen schönen Bowling-Top aufgestellt. Und jetzt gibt's noch mal kniet. Na gut, da kann man nichts machen. Da wird schwerer. Und eine linke. Ja, ich bin doch sehr zufrieden mit meinem Schussergebnis und ich muss sagen, das ist ein klasse Teilchen, was wirklich Spaß macht. Dieser Repetiermechanismus, das ist wirklich eine coole Sache, macht Spaß. Ich kann es nur empfehlen, ich glaube bei IGAN so um die 150 Euro zu bekommen. Ansonsten sage ich, Leute, geht raus, daheim sterben die Leute und vielen Dank fürs Zuschauen.